So, liebe Freunde, wir stehen hier am neuen Infokasten Marienholm, also an der Ecke Kaltenhöfer Straße, Stettiner Straße. Und hinter uns ist der berühmt-berüchtigte beschrankte Bahnübergang, der im Zusammenhang der festen Fehmarn-Belt-Querung eine extreme Rolle spielen wird. Hier sieht man bereits dieses Nadelöhr, diesen Flaschenhals. Hier sehen wir die blauen Kreuze, die von den Beltrettern aufgestellt worden sind, um darauf hinzuweisen, welche extremen Auswirkungen dieses gigantische Projekt auf die Stadt Bad Schwartau, aber auch auf die umliegenden Naturschutzgebiete und den Tourismus haben wird. So, hier stehen wir nun wirklich mitten auf den Gleisen. Es sind genau diese beiden Strecken, die als Bestandstrasse ausgebaut werden sollen. Eine Hochgeschwindigkeitstrasse ab Lübeck, über die über 240 Züge pro Tag fahren sollen, davon 78 Güterzüge, mehr als 800 Meter lang. Und das führt zu einer Schrankenschließzeit von 30 Minuten pro Stunde oder anders gesagt ein halber Tag und eine halbe Nacht. Betroffen sind hier die Anlieger. Betroffen ist die Zufahrt zum Stadtteil Kaltenhof. Wir schauen hier in die Fahrtrichtung, aber auch die Zufahrt zum IKEA-Center, die Zufahrt nach Lübeck-Dänischburg, die Zufahrt zur Autobahn nach Travemünde und in der Gegenrichtung ist betroffen die gesamte Innenstadt Bad Schwartaus. Und wir sehen hier auch noch einmal den angrenzenden Naturschutzbereich des Naturschutzgebietes Riesebusch und die Grünflächen, die sich dann linker Hand der Bahntrasse befinden. So, ich stehe jetzt hier also direkt an diesem Bahnübergang. Man hört im Hintergrund den ganz normalen Autoverkehr. Und in der Tat warten wir jetzt darauf, dass hier ein Zug vorbeifährt, ein ganz normaler Zug. Und da werden wir dann schon sehen, mit welchen Geräusch- und Erschütterungsbelastungen der normale Verkehr an dieser Strecke hier verbunden ist. So, wir sind jetzt hier in der Phase 1. Die Ampel ist rot, die Schranken schließen sich. Und wir warten jetzt auf einen Zug, der von Lübeck nach Bad Schwartau fährt. So, ich stehe jetzt hier direkt an dieser Schranke und die ersten Fahrzeuge stehen schon rechts und links der Schranke und warten. Und wir werden sehen, was gleich passiert, wenn der Zug hier durchfährt. So, man hört es schon, der Zug kommt jetzt, fährt hier durch. Und wenige Sekunden nach der Durchfahrt des Zuges öffnen sich die Schranken und der aufgestaute Verkehr wird sich hier langsam auflösen.